Hallo und herzlich willkommen zurück zu Ished. Ja, die letzte Aufnahmesession ist tatsächlich ein paar Tage her, aber ich meine mich zu erinnern, dass wir hier in den Tiefmoor-Klippen sind und dass wir darüber wollten und ich jetzt bis dahin erstmal einen Weg finden muss. Da müssen wir jetzt erstmal den Weg hin finden. Aufgrund des Mantels können wir uns in der Nacht bewegen. Aber wie ich da runterkomme, weiß ich tatsächlich noch nicht. Ah, hier ist ein Weg. Ah, guck. Hier ist ein Weg. Der führt uns aber nicht Tiefmoorruinen. Der führt uns aber nicht darunter zu den Menschen, die da waren, also zu den Bewohnern. Ja, wir sind hier an den Tiefmoorruinen angelangt. Oh, da ist noch ein... Oh, was erblicken meine entzündeten Augen? Denk mal, wir sollten uns hier auf dem Weg nach unten begeben. Irgendwas war mit Maler einen einsamen Turm, ne? Irgendwas hatten wir in den Aufträgen bei Maler einen einsamen Turm. Aber wo kann ich das sehen? Also ich werde den jetzt einfach mal malen. Ich habe es tatsächlich schon vergessen. Den haben wir uns mal gemalt. Ich denke, den werden wir dort in der Kathedrale da abgeben bei unserer Auftraggeberin. Aber das finde ich jetzt blöd. Ich wollte eigentlich noch diese Figuren da sehen. Ist ja schon ein wenig beängstigend hier, ne? Das finde ich ja schon ein wenig beängstigend. Wir haben den westlichen Turm gefunden. Was auch immer er für ein Geheimnis in sich trägt. Ich möchte nochmal zurückgehen. Ich möchte unbedingt diese Herrschaften da am Lagerfeuer
sehen und eventuell sprechen. Ich weiß nur noch nicht, wie ich da hinkomme. Hier unten wird es nicht lang gehen, glaube ich nicht. Da werden wir nicht weit kommen. Ich muss noch mal zurück. Ich muss noch mal zurück. Das möchte ich jetzt wissen. Ich glaube, wenn ihr das Spiel spielen würdet, würdet ihr auch wissen wollen, wer das ist, was die zu bedeuten haben. Wir werden einfach mal diesem Weg folgen. War das hier? Wir werden dem Weg folgen, sprach sie und ging doch an der Seite entlang. Da unten zu dem Zelt möchte ich. Wir müssen es nochmal versuchen. Also ich habe mir das jetzt nochmal versucht einzuprägen. Ich hoffe, das hat ein wenig geholfen. Ich befürchte eher nicht. Da wird nämlich jemand sein, der mit uns redet, kann ich mir vorstellen. Der uns weitere Neuheiten zu berichten hat. Wenn man so diese wunderschöne Melodie hört, da wird einem echt warm ums Herz.
Ich würde mal sagen, hier ist die Brücke abgestürzt. Wir werden wahrscheinlich doch vom Turm aus da unten lang gehen müssen. Ach je. Tja, so wie es aussieht, darf ich hier nicht lang gehen. So wie das ausschaut, darf ich hier nicht lang gehen. Das ist ja jetzt bedauerlich. Das ist ja jetzt bedauerlich. Müssen wir mal überlegen, wie wir hier langkommen. Wenn wir das jetzt nicht schaffen, dann müssen wir uns was überlegen, wie wir es dann demnächst schaffen. Das ist gar nicht so einfach. Nein, er lässt mich hier nicht weiter. Das ist echt bedauerlich. Er lässt mich hier nicht auf die Steine runter. Und das Einzige, was man hier machen könnte, wäre dieses Floß. Aber ich glaube, auch das lässt er mich nicht machen. Da sagt er, das ist zu tief. Gut, da kommen wir jetzt erstmal zu dem nicht hin. So traurig, wie das klingen mag. Ich weiß, ich habe da Leinen gesehen. Ein der Sandschnauzenstrand. Okay. Ich vermute mal hier auch irgendwo noch eine heiße Quelle oder so. Sind wir wieder in Lindo? Wir sind tatsächlich wieder in Lindo. Aha. Wir sind tatsächlich wieder in Lindo gelandet. Natürlich sind wir jetzt auf der anderen Seite von dem Fluss. Das ist ja verrückt. Ach je. Gut, dann werden wir uns mal noch weiter hier umschauen. Schade, dass ich da unten nicht runter konnte.
Ja, wen haben wir denn da? Ich weiß, ich bin heute sehr schweigsam, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin eben halt von Neugier zerfressen, wo wir hinlaufen, was wir machen, wo wir was finden. Thomashof, okay. Hello, name's Toma. Nice to meet you and welcome to the farm. We're the largest distributor of bloom sacks in the entire world. My old man was always proud of that. Rest his soul. Hoping my daughter, Celie's her name, hoping she'll take it up after me, after attending university, of course. No way she'd miss out on the adventures offered by the Academy. Es wäre I ein just gutes love Erbe. this old farm. My dad built it from the ground up. I'd hate to be the last one to make use of it. Well, better get back to it. I was just taking inventory of our stores. Seems like we're missing quite a few veggies, and I've been finding apple cores everywhere. I've never heard of an animal that just leaves behind the core. And Celie hates apples, so it's not her. You let me know if you see anyone sneaking around with a bushel of fruit, all right? Nice chatting. See you. Ja, wir werden dir Bescheid sagen, wer da die Äpfel bis auf die Kerne runterfuttert. Wir haben noch ein paar Leinen gefunden. Noch eine Kerze. Und ein schlaues Buch. Die Memorien einer Kapitänin Claire Stone. Alle fürchteten, ich würde auf meiner Expedition sterben. Mir war vage bewusst, dass ich möglich sein würde, doch hatte ich keine richtige Vorstellung davon, wie es heißen würde, zu sterben. Es hätte für mich damals keinen großen Unterschied gemacht. Ich hätte in Lindo bleiben können, ausgelaugt und ohne jedes Gefühl für das Schöne im Leben oder die Welt erkunden und dabei das Risiko eines Schiffsbruchs oder einer unheilbaren Krankheit eingehen können. Erst als ich viel älter geworden war, von der See gelernt und viele eifrige Jungspunde getroffen hatte, verstand ich die eigentliche Gefahr meiner damaligen ersten Reise. Ich sehe nun, warum alle beim Anblick meines Aufbruchs erstarren. Zwei meiner Crewmitglieder sind auf der Reise gestorben. Ich bin nach 4 Jahren nach Hause gekehrt und gerade einmal eine Woche auf die nächste Reise aufgebrochen. Keine 3 Wochen später starb mein Onkel. Jetzt, wo ich weiß, wie er für mich gelitten hat, halte ich meine Abenteurer in noch bessere Erinnerung, um ihn zu ehren. Ich bereue die Reisen, zu denen ich aufgebrochen bin, aber ich bin unendlich dankbar für die Unterstützung meiner Liebsten und die Möglichkeit, immer zu ihnen zurückzukehren zu dürfen. Okay, hier unten haben wir noch Leinen. Ja, dann werden wir hier dem Pflanzendieb auch noch mal auf die Finger schauen müssen. Also wir sind es nicht, definitiv nicht. Aber man könnte ja zur Not mal dieser Apfelspur folgen. Zumindest wäre das jetzt meine erste Vermutung. Und dann werden wir wahrscheinlich schon herausfinden, zu wem diese Spur führt. Da bin ich ja mal neugierig, ne?
Was sagt mir jetzt der Blick darunter? Ich weiß es nicht. Ich weiß es tatsächlich nicht. Es ist auch niemand zu sehen. Da werden wir wohl später noch mal wiederkommen müssen. Da werden wir später noch mal wiederkommen müssen. Jetzt, wo die Sonne scheint, oder jetzt, wo es Tag ist, sieht das alles viel, viel schöner hier aus. Aber wie wir da hinkommen, wissen wir tatsächlich immer noch nicht. Das wissen wir tatsächlich immer noch nicht. Ein bisschen leicht verwirrend das Ganze. Und eine weitere Quelle habe ich auch immer noch nicht gefunden in den Tiefmoorklippen. Wir werden uns jetzt mal in diese Richtung noch weiter begeben. Denn zurück nach Lindo war jetzt, glaube ich, noch nicht so das Richtige. Auch wenn wir Thoma helfen könnten, jemanden hier zu finden. Oh. Ah, hier wäre man jetzt ganz normal zu den Ruinen gekommen. Aha. Ja, das liegt immer daran, dass Andrina sich immer nicht an die Wege hält. Aber auch das da hinten möchte ich nochmal erkunden. Teams Obelisk. Die beten hier. Und
niemand von ihnen redet mit uns. Ah, hier. Yes. Yes, I see. I can see all. And at the moment, I see you. I see everything about you. I see you have vast untapped potential, which you have not yet fully utilized. I see doubt. You sometimes question if you've chosen the right path. I see you are hindered by restrictions others may impose on you. And I can see you are of your own mind. You do not blindly follow. Yes, I think you are just the one I need. Tell me, have you heard of the Roots? They are a group with lazy tendencies and hedonic inclinations. The Holy Tea is sacred and should only be used for sacrifice to her divinity. The use of teas by mortals is loathsome. We Shes understand that dream teas were created by Tiam for use by her alone. The tea must be offered only to Tiam. Uh-huh. I see that you are confused, but you'll understand in time. The sinful use of dream tea must be stopped. The tea must be grown for Tiam, or not at all. But the Roots members recognize us well. We need you. Will you accept this command from Tiam? Schon wieder ein Auftrag. You must take this vial of Tiam's antidote and splash it on the Roots tea vine. A single splash on a single leaf will do. You must first gain access to their ranks if you haven't already. It may be hard, but Tiam is with you. We all lose our path sometimes. We must open our minds and our hearts to Tiam. She will guide us back to the light. Praise Tiam. Ich möchte mich gerade da nicht einmischen in die ganze Sache mit den Wurzeln und den Sheets. Ich finde das Träumen auch nicht, dass Drogen genommen werden, finde ich auch nicht gut, definitiv nicht. Aber ich bin nicht hier, um hier für Ordnung zu sorgen oder solche Sachen. Ich bin da nicht, tatsächlich nicht motiviert zu. Und schon gar nicht möchte ich irgendetwas vernichten. Ist vielleicht ein bisschen, wie soll ich sagen, feige, aber ich gehe jetzt gerade mal den Weg des geringeren Widerstandes. Weil ich ja eigentlich ganz, ganz andere Ziele verfolge. Vielleicht hätte ich es machen sollen, vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht. Aber was ich weiß, ich möchte tatsächlich nichts zerstören, um irgendwo auf irgendeiner Seite zu stehen. Das dürfen die ganz allein für sich selber klären. Oh,
Ja, das ist Fischen ist und wird niemals meins werden. Das ist zu tief, ja, gut, das ist mir klar. Wir packen das wieder weg und werden uns jetzt mal auf den Weg zu dem Haus da drüben begeben, was ich soeben entdeckt habe. Aber nein, stopp, das werden wir tatsächlich nicht jetzt machen, sondern in der nächsten Folge. Ja, ich bin noch nicht wirklich viel schlauer geworden heute in der Folge. Aber ich denke, ich befinde mich auf dem richtigen Weg, denn wir müssen ja definitiv zurück nach Nava, um das Kästchen loszuwerden und so weiter und so fort. Wenn ihr dabei bleiben wollt, schaltet beim nächsten Mal wieder ein. In diesem Sinne sage ich ciao und bye bye.